Heute möchte ich dir die Übung Butterfly Reverse am Cable Cross zeigen. Das ist eine wichtige Übung für deine obere Rückenmuskulatur, für den Nacken und für die hintere Schulterpartie. Das ist im Grunde genommen genau die Übung, die du brauchst, um deine Handyhaltung auszugleichen, um deine bürositzende Tätigkeit auszugleichen, weil wir kräftigen die Muskeln im Rücken und werden dadurch wieder ein wenig in die aufrechte Haltung gezogen. Parallel muss man natürlich den vorderen Bereich aufdehnen, aber heute geht es lediglich um die Ausführung dieser Übung. Als erstes schnappst du dir die Einzelgriffe. Die können aus Stoff oder aus Metall sein, das spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Hakst sie dann entsprechend an den dafür vorgesehenen Ösen ein. Dann stellst du dir die Seilrolle ein und zwar so hoch, dass wenn du deinen Arm gerade ausstreckst, also dass die Hand ungefähr auf Schulterhöhe ist, so hoch sollte dann auch die Seilrolle eingestellt sein. Bei unserem Cable Cross hier hinten haben wir die Möglichkeit, alle 5-6 cm eine Einstellung vorzunehmen, sodass du das relativ sensibel justieren kannst. Nachdem du dann deine Einstellung vorgenommen hast, steckst du dir die Gewichte auf. Bei dieser Übung brauchst du wirklich keine schweren Gewichte benutzen. Viele Frauen können diese Übung am Cable Cross selbst mit der ersten Platte noch nicht ausführen, weil die Kraft nicht ausreichend ist. Dann musst du vorerst mit Resistance Bands vorlieb nehmen, bis du die Muskulatur so weit ausgeprägt hast, dass du auch die Übung hier am Cable Cross ausführen kannst. Genau, also auch liebe Männer, arbeitet bei dieser Übung sehr, sehr sorgfältig. Leichte Gewichte, saubere Technik. Als nächstes greifst du mit der linken Hand den rechten Griff und dann mit der rechten Hand entsprechend den linken Griff. Stellst dich gerade in die Maschine rein, musst also links und rechts einmal schauen, ob du gerade stehst und dann gehe ich noch immer ein kleines Stückchen weiter nach hinten. Die Arme streckst du nach vorne aus und dann bringst du die Griffe ungefähr auf einer Höhe bzw. die Hände auf eine Höhe. Hier kann ich sehr gut im Spiegel beobachten, ob ich gerade stehe. Das heißt, du sollst immer beobachten, ob du links und rechts die Schultern gleich hoch aufgestellt hast und kannst dann die Fitnessgrundstellung einnehmen. Wenn du sie nicht kennst, du stehst im Grunde genommen immer schulterbreit, die Knie etwas weich, die Knie nach außen rotiert, den Po angespannt, den Rücken gestreckt nach oben, der Bauch ist fest. So, und aus dieser Position heraus kannst du dann wunderbar, ganz ohne Schwung, die Hebelarme bzw. die Griffe nach außen ziehen. Die Arme bleiben gestreckt, Achtung, und wieder nach außen ziehen. Die Arme nicht anwinkeln, sondern schön gestreckt lassen. Wir wollen ja die Hebelwirkung haben, um dann die Zielmuskulatur auf dem Rücken zu treffen. Die merkst du dann zwischen den Schulterblättern, hinten im Nacken, vielleicht manchmal sogar bis zum Kopf hoch und hast dann perfekt die Muskulatur stimuliert, die du brauchst. Atmung, ausatmen, nach hinten ziehen, einatmen, langsam wieder nach vorne kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausführen dieser Übung. Wie immer gilt, wenn du individuell Fragen oder Probleme hast, sprich mich gerne an, dann arbeiten wir die durch. Bis zum nächsten Video.